Herzlich willkommen zu einem Tutorial. Heute bauen wir eine Eisenfarm. Das ist die günstigste und effizienteste Eisenfarm. Die für einen Anfänger Minecraft-Welt, wo ihr halt frisch reingejoint ist, seid und ja, ihr halt Eisen braucht. Zuerst brauchen wir diese Items hier. Ich tue jetzt mal kurz alle mein Inventar und erstmal hochstecken. So. Wir brauchen erstmal ein Loch. Es muss 7 in die Breite gehen und 8 in die Länge. Und da brauchen wir ein bisschen Cobblestone und das müssen wir so platzieren, dass nämlich hier in der Ecke 4 Leaves oder 4 Blöcke sind, wo halt nichts spawnen kann. Und dann hier 3 und dann hier alles voll bis zur nächsten Ecke. Und es wiederum so, dass es halt wieder so eine Art Haus ergibt. Als nächstes braucht ihr einen Zombie-Mechanismus, der dann halt im Zombie-Kreis fährt und die Villager Angst einjagt. Das ist nämlich nur für die Arbeit durch. Also sollten hier ein paar Badjock-Spieler da sein, bitte aushalten und vielleicht ein anderes Tutorial suchen, weil das ist nur für die Java Edition. Und da bräuchte ich hier noch ein paar Wills, dass nämlich der Zombie hier im Kreis fahren kann. So, da muss ich jetzt hier alles von Blöcke bauen, auch in die 3 in die Höhe auf jeden Fall. Das ist nämlich dann der Zombie, nämlich dann hier noch rumfahren kann. Habt ihr so einen Kasten gebaut, müsst ihr erstmal hier in die Mitte und 1, 2, 3 Blöcke frei machen, dass man nämlich dann hier reingehen kann. Und als nächstes müsst ihr hier drin einen Zombie einsperren. Dafür braucht ihr einen Minecart. Ein Zombie, den ihr nachts reinbringt. Ich mache es jetzt Creative Mode, darum kann ich es hier einfach spawnen. Und ein Zombie-Name-Tag. Und das müsst ihr jetzt den Zombie einfach nur ins Minecart locken oder das Minecart hier rumfahren lassen. Dann steigt nämlich automatisch ein. So, das ist der Zombie-Mechanismus. Was aber auch ganz wichtig ist, solltet ihr mich hier oben im Hopper platzieren wollen, müsst ihr hier nochmal eine Decke reinziehen. So, und dann könnt ihr, wenn ihr hier rausgeht, seht ihr hier den Zombie und der kommt immer. Dann braucht ihr jetzt hier Glas. Auch wieder so 3x3, damit wir nämlich dann hier Arbeitsblöcke hinmachen können. Ich habe jetzt hier mal 3 unterschiedlich genommen. Ein Fletcher, ein Blast Furnace Dings und ein Smithing Table für den Villager. Da müssen dann wieder 3 Betten rein, die nämlich mit dem Kopf dann so ausgerichtet sind, dass sie zu den Arbeitsblöcken gucken. Und als nächstes müssen wir jetzt hier nochmal eine Glaswand drüber ziehen, damit nämlich dann die Villager hier nicht rausspringen können. Da braucht ihr 3 Villager. Wenn ihr neben dem Boot drauf baut, könnt ihr einfach sie da reinbringen. Aber das Wichtigste, ihr braucht Villager, die einen Beruf annehmen. Es dauert bei mir jetzt ein bisschen. Ich warte jetzt hier noch kurz. Und hier sind die auch alle schon fertig. Da können die Villager hier so lassen. Jetzt braucht ihr hier ein Dach für die Villager. Und jetzt braucht ihr Mauern, dass ihr nämlich dann hier so einen Bereich machen könnt, wo ihr dann gleich Wasser reinflutet. Und dass da oben halt das Eisengolem dann spawnt. Dass ihr nämlich dann hier das Eisen einsammeln könnt oder mit Hoppern dann wegleiten könnt. Bei mir ist während dem Bau hier schon ein Eisengolem drin gespawnt. Aber wenn ihr hier jetzt Wasser reinleitet, dann müsst ihr jetzt hier ein Schild hin machen. Da gegenüber dann hier auch noch eins, dann hier eins, dann hier eins und das müsst ihr dann hier drauf. Habt ihr hier außenrum aus Slabs gebaut, braucht ihr jetzt halt Hopper, damit ihr mich dann mit Hopper und Chests alles einlagern könnt. Und ich baue jetzt halt den Mechanismus, den ich auch gebaut habe bei meiner letzten Eisenfarm, die ich gebaut habe. Ich habe nämlich dann hier unten Chests hingemacht, so, dass sie halt so sind. Dann müssen jetzt hier drauf Hopper. Auf die Hopper müssen dann wiederum neue Chests. Und ihr seht schon, der Eisen ist hier drin gespawnt und dann fließt dann hier in die Lava. Und wenn ihr mich jetzt hier noch Kisten hinmacht, es ist ein bisschen laut gerade, sorry. Braucht jetzt hier nochmal Hopper, die nämlich dann alle hier reinschauen. Da könnt ihr jetzt hier oben auch nochmal Kisten hinmachen. Hopper, die halt dann in die Kisten gucken. Die Eisenfarm auch fertig. Jetzt haben wir auch alles mit Kisten. Ihr könnt, sollt ihr im Multiplayer spielen, könnt ihr hier eigentlich noch Blöcke hinmachen oder es in eure Base leiten. Irgendwie, keine Ahnung. Eure Eisenfarm ist fertig. Die geht ganz schnell. Wenn jetzt hier oben nämlich dann die Zombies, der Zombie hier immer rumfährt und die Villager Angst kriegen, dann spawnen hier oben ein Eisengolem, der stirbt in Lava. Die Eisen und die Poppies, die kommen dann hier in Kisten und da wird alles, ja, eingelagert. Solltet ihr alles mit Teppiche umranden sollen, wird jetzt euch jetzt hier ein Video angezeigt, wo ich einen Wolfhahn gebaut. Solltet ihr noch nicht draußen sein, wird uns jetzt vielleicht euch ein anderes Video angezeigt. Danke fürs Zusehen.